Dienstagnacht. Hier ist die Dinnerparty aus Köln. Gastgeber Oliver Pocher begrüßt heute als Gäste Ozan Yaran, Milka Lo-Fernandes und Keno Veit. Beim Spieleabend, wer sich ziert, verliert. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Dinnerparty. Und wir haben heute einen Spielerabend. Das Spiel heißt, wer sich ziert, verliert. Ich weiß selber nicht genau, was passiert. Genauso wenig unsere drei Mitspieler, die da wären. Milka Lo-Fernandes, Ozan Yaran und Keno Veit. Das sind unsere Kandidaten. Kleiner Applaus für uns selber, dass wir alle heute hier sitzen und einen lustigen Spielerabend haben. Und es geht nicht um irgendetwas. Nein, es geht um diesen Preis, den silbernen Dinnerparty-Spielehund. Ist das nicht toll? Ja. Und du hast ja schon einen Preis hier gewonnen, hast du gerade erzählt. Du warst in unserer Witzesendung da und hast ein bisschen Witz erzählt und hast dafür schon einen Preis bekommen. Genau. Also neben dem Comedy-Preis kannst du jetzt halt noch den Fernsehpreis hier gewinnen. Sehr gut. Und das machen wir hier. Das ist unser Spielfeld. Wir haben vier Spielfiguren. Jeder kann sich eine aussuchen, muss dann auch dazugehörig dann dieses lustige Hütchen tragen. Also von daher, sucht euch eine Farbe aus. Hast du eine Lieblingsfarbe? Ladies first. Ja, absolut. Das hat er vor, das haben wir geübt, ne? Ja, ich merke das schon. Welche Farbe, Milka, was möchtest du? Ich habe eine Lieblingsfarbe, es tut mir wirklich wahnsinnig leid, das ist gelb. Okay. Ja, okay. Fantastisch. Ja. Gelb, hier? Das ist gelb. So. Du bist gelb. Ich bin gelb und ich ziehe jetzt das gelbe Hütchen. Aber sehr du, gerne. Du kriegst ihn. Ich habe das hier. So? Es geht ja hier los. Hier ist ja Start. Was möchtest du dann sein? Warte mal. Jo, dann passend zum T-Shirt würde ich sagen, so? Blau. Dann bist du blau. So ist genau richtig. Du bist? Grün. Grün. Dann bin ich rot. Ich glaube, es passt. Das ist schon kaputt gegangen. Ist schon kaputt. Halt es einfach dir so oder versuch's auf den Kopf zu balancieren. Dann gibt es den ersten Punkt für. Ja. Da wir natürlich bei einer Dinnerparty sein, könnt ihr jederzeit was zu essen holen. Ich habe hinten das Buffet reichhaltig decken lassen. So, ich mache einfach. Wer möchte? Möchte ihr irgendwie? Habt ihr? Was denn? Habt ihr Hunger? Ich hole mir gleich was auf jeden Fall. Ich hole gleich was. Ja. So. Wenn ihr langweilig wird. Und bei dem Spiel ist eigentlich relativ einfach. Wir spielen einfach die Stunde. Wer am weitesten ist, hat gewonnen. Im Idealfall schafft es einer bis ins Ziel. Und ja, es gibt hier verschiedene Karten. Es gibt eine Rat- und eine Tatkarte. Bei der Ratkarte geht es um Schätzfragen, hier wo es um allgemeine Fragen der Runde betreffend geht. So was ich, wer hat das größte Körpergewicht, wer ist wohl der größte oder auch charakterlich, wo wir uns dann einschätzen müssen. Und bei Tat passiert immer etwas lustige Spiele, die wir uns ausgedacht und vorbereitet haben. Jetzt ist die Frage, wer fängt an? Wir machen es ganz einfach mit einem Schätzspiel. Da ich eine ganz schlimme Mutterkrankheit, ich muss das mal vom Rand hier wegmachen. Sehr gerne. So. Sehr gerne. Als erstes, da ich der Spielleiter sozusagen bin, noch mal die Karten vorlese, fange ich jetzt mal einfach nicht an, sondern einer von euch. Und wir machen das so, wir spielen ein Schätzspiel. Und zwar geht es darum, wie viel wiegt dieser Preis? Schätze es bitte in Gramm. Und danach werden wir diesen silbernen Dinnerparty-Hund wiegen. Und wer am nächsten dran ist, fängt an. Darf ich einmal anheben oder so? Nein. Einfach nur so vom Gefühl. Ist er massiv oder ist er hohl? 2500 Gramm. 2500 Gramm, also 2,5 Kilo. Was sagst du? 1200. 1200? 1400. Nee, warte, das. Ein Kilo. Nee, was ist denn das? Ist doch. Du hast beim Lidl mal gearbeitet, also wenn das einer weiß, was das ungefähr sein 1500. Sollte. 1500. Okay. Also ihr glaubt 1,5 Kilo. Gut. Ja. Alles klar. Dann wiegen wir jetzt diesen Hund. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß es selber nicht. Ab. Nichts ist weniger. Ich wusste es doch. Okay, also ich wusste es. Wollt ihr noch einmal? Ja, ich will noch mal um. Wollt ihr noch mal? Ich will noch um. Ich will noch um entscheiden. Nein. Nein, Mann. Ich will noch. Nein. Ich will noch um entscheiden. Mach doch. Ja. Oh Gott, ihr eiert rum. Ihr seid alle. Ihr legt so dermaßen daneben, weil dieser Hund wiegt niemals ein Kilo. Das sag ich doch niemals. Es ist deutlich unter 1000. Ja, dann hat er. Ist ja super. Okay. Pass. 672. Ja, siehst du die Hälfte, würde ich geschätzt haben. Das sind wir Ostfriesen, ne? Wir müssen ab und zu damit mal schätzen. Deswegen konnte ich das auch. So, auf geht's. Das heißt, du fängst an und du würfelst mit diesem schicken Würfel. Und es ist so, wenn man hier weiterkommt auf ein Aktionsfeld, also man geht je nachdem, wenn man die Aufgabe gut erfüllt, kann man immer weitere Felder nach vorne gehen. Bis zu dreimal kann man theoretisch hintereinander dran sein. Nach dem dritten Mal wird auf jeden Fall gewechselt, weil sonst spielst du die ganze Zeit. Okay, dann. Also,
Auf geht's. Und das ist die 4. Ja, das 1, 2, 3, 4. Ein Ratspiel. Bitte, die oberste Karte. So, wir haben hier diese Wer sich ziert, verliert Karten. Jede dieser Farbe symbolisiert einen Spieler. Das heißt, rot bin ich, grün bist du, Milka ist gelb, blau. Ja? Und die Frage lautet, wir müssen schätzen, bitte verdeckt schätzen. Und du kannst ein Feld weiterkommen, wenn du die richtig die Leute mit einschätzt und auch praktisch die Mehrheit erlangt. Wer bei uns in der Runde bringt die flachsten Anmachsprüche? Krass! Wie? Einfach schätzen. Du müsstest aber auch richtig dann da. Eigentlich habe ich mich. Warte mal, ich weiß es doch. Ja, dadurch weiß ich, was du nimmst. Nein. Ach so, ja, warte. Was für ein Vollidiot. Ist doch offensichtlich. Okay. Ist doch offensichtlich. Okay. Alter, klar. Ist doch. Okay, alles klar. Das ist ja, schon hundertprozentig. Ich gebe dir Brief und Siegel drauf, dass Milka und ich dasselbe haben. 100%. Ja, warte mal. Wenn nicht. Okay, die Frage ist, wer bringt die flachsten Anmachsprüche? So. Und ich habe wieder besseren Wissen genommen. Ja, ich hätte gedacht, er übertrumpft dich. Du glaubst, der Türke ist hier und hat die Flaschen an. Ach, ich bin ja grün, ne? Ja, ja. Ja. Hä, du, Alter, du. Ja, du hast ja auch mich genommen. Ja, wer denn sonst? Ja, aber ich die beiden. Aber ich nicht. Ja. Ich hätte gedacht, du bist ja doch, mach ich ab und zu, aber nicht so schlimm wie er. Ja, weiß man ja nicht. Ja, klar. Der muss flache, Sprüche haben. Also. Sogar. Ja, das heißt, ist falsch. Aber das finde ich geil, dass keiner mich genommen hat. Nein, du hast es gar nicht. Du wirst ja angesprochen. Ja. Eben. Ist ja so. Du musst ja gar nichts, musst du machen. Okay. Ja, ja. Du bist. Soll ich für dich du würfeln? Bist, genau, ja. Bitteschön. So. Eine Spielung. Okay. Eine zwei. Ich bin grün. Grün bist du und du darfst dann zwei noch nach vorne. Das heißt, wir sind bei einem Rad. Wir haben ein Radspiel. Ich bin den Hund. So, die Frage ist, wer hat die dreckigste Lache? Was guckst du mich da jetzt so an? Bei uns in der Runde, wer hat die dreckigste Lache? Nee, aber er ist voll sympathisch, wenn er lacht. Ja. Ja, was ist denn eine dreckige Lache? Warte, ich bin grün, ne? Ja, dreckig, also so. Nee, gut, das habe ich aber auch. Weiß nicht, also dreckig. Warte mal. Okay, habt euch entschieden für eine in der Runde? Wenn es die Mehrheit ist und du es auch richtig hast, geht es noch ein Feld nach vorne. Okay? Wir decken auf. Wer hat die dreckigste Lache? Ja. Grün. Immerhin. Du hast die dreckigste Lache. Das ist richtig, dass die Mehrheit geht ein Feld nach vorne. Bitte. Kannst du mal bitte einmal dreckig dann für uns lachen? Dreckig. Anders kann ich nicht. Ja, so ein richtiges, dreckiges Lachen. Nein, ja, Mann. Ärger. So eine richtige, oh, hast du die gesehen? Ich kann höchstens den hier. Mehr kann ich nicht. Das ist doch keine dreckige. Ich kann nicht dreckig lachen. Ich weiß nicht, wie man dreckig lacht. Oh Mann. Na, Gott, okay, ist das schwach. Ey. Das ist sehr peinlich, aber es ist okay. Aber du hast es richtig. Das heißt, du kriegst ein Feld nach vorne, weil du auch die richtige Lösung hast. Und damit kommst du auf ein Tatfeld. Bis da noch ein zweites Mal dran. Dein, oh, das ist lustig, blinde Kunst, heißt es. Jeder kann malen. Zieh eine Karte mit einem Begriff und male diesen mit verbundenen Augen. Deine Mitspieler müssen erraten, was gemalt wurde. Du hast eine Minute Zeit, so viele Begriffe wie möglich zu zeichnen. Pro richtig erraten Begriff darfst du ein Feld nach vorne gehen. Der Begriff kommt er von hier oder kriegen wir den wieder? Du kriegst ihn wieder von unserer freundlichen Spielassistentin zugezeigt. Das heißt, du musst diese Brille aufsetzen und da blind das dann malen. Du darfst dir den Begriff angucken, darfst aber beim Malen natürlich nicht gucken. Verstanden? Du kommst darüber. Im Notfall mach ab. Ist schon kaputt. Du hast es geschafft. Sehr gut. Wir wissen ganz genau, wer gemeint ist. Bist du bereit? Jetzt braucht er den Stift? Warte, ich helfe dir doch einfach. Der Stift ist direkt vor dir. Hier, da. So. Hier. Soll ich aufmachen? Warte. Willst du es versuchen? So. Hebe mal den Hut auf. Sehr gut, fantastisch. Hier. Da ist Begriff Nummer 1. Die Zeit läuft ab jetzt. Auto. Das ist ein Auto. Ist das? Ich sehe gar nichts. Ach, das war's schon? Ja, weiter. Ja, du musst da gucken natürlich, sonst wird es echt ein langes Spiel.
Das ist versaut. Das eine Säge. Nein, nein, habt Bombe, ihr's? Habt ihr's? Harfe. Ein Schlüssel. Ja. Das ist ein Schlüssel. Ja, es ist ein Schlüssel. Jetzt erkenne ich es auch. Ich sehe gar nicht, was er meint. Stern. Bär. Stern, Stern, Mittel, Mittelstern, Mittel. Hut. Ein Hai. Hut, Hut. Weiter. Was war's? Ein Hut. Das war ein Hut? Ja, ja. Mexikanischer. Sombrero dementsprechend. Genau. Ein Fackfinger. Ein Eis. Flutschfinger. Ein Handy. Weiter. Alter. Das ist doch aus den 90ern. Das ist ja wirklich, das ist ja der Wahnsinn. Wir dürfen ihm eigentlich jetzt gar nicht mehr helfen. Ich kann es auch. Vogel. Ein Vogel. Fledermaus. Ein spezieller. Ein spezieller ein Vogel. Adler. Ein Adler. Ein Hühnchen. Ein Falke. Ein Elefant. Ein fliegender Elefant. Möwe. Also Vogel. Möwe. Vogel. Möwe. Vogel. Und die Zeit ist um. Vogelarsch. Fledermaus. Fledermaus. Okay. Ja, okay. Der Batman. Vier. Aber vier richtige Begriffe, mein Lieber. Sehr gut. Nicht schlecht. Das heißt, Deckel. Eins, zwei, drei, vier. Joker. Dankeschön. Das heißt, du hast einen Joker. Das heißt, wenn es ein Spiel gibt, was du nicht machen möchtest, kannst du diesen Joker verwenden. Ja. Nachteil allerdings, derjenige, der dann für dich spielt, kann natürlich dementsprechend die Punkte machen. Okay. So, damit warst du dreimal dran, glaube ich, ne? Eins, zwei, drei. Ja, sehr gut. Ich bin dran. Eine, vier. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, das ist auch ein... Nee, es ist ein Rad. Okay. Bitte, du kannst auch... Ich kann auch für dich lesen. Du kannst auch, wir können auch... Wir können uns das brüderlich teilen. Okay, jetzt nicht. Wer hatte die meisten Sexpartner in seinem Leben? Was guckst du mich so an? Ja, ich... Wie alt bist du? 37. Ja. Schön, schönes Spiel. Scheiß Ding. Wird zu Hause nochmal nachdiskutiert werden. Also Milka ist auf jeden Fall Jungfrau, das weiß. Ich hab. Nee. Ja. So, Moment. So. So. Bitte. So. Und. Hast du Verschwörung oder was? Ich bin grün, keiner hat mich getippt. Das ist einfach mal. Geil. Nee, Mama stimmt auch. Mama, du wartest noch auf die richtige. Ich warte das einzig Gute ist, aus Zufall haben wir zumindest eine Mehrzahl. Wir haben. Das Schöne ist, dass du da irgendwie ein kleines Schweinchen. Ich kann irgendwie. Das angehen. Aber das ist, ich bin irgendwie, Jungfrau. Das ist ein versteckter Rassismus hier gerade, oder? Ja. Wieso? Nee, ganz offener Rassismus. Nee, ist nee, nee, nee. Aber es gab mehrere Optionen. Manche sagen, der Türke, der haut alles weg. Irgendwie, ja, ja, stimmt. Der schwarze Mann, da musst du aufpassen und so. Ist ich habe ihn nur genommen, weil er aus Friesland kommt. Die sind voll krass im Bummel. Ja, Mann, ich kann nicht sagen, dass ihr hinten so schwach seid in Berlin. Da gibt es ja nichts. Und Tiere zählen allerdings nicht, muss man dazu sagen. Aber so. Ja, damit habe ich ein nach vorne gibt es dann dementsprechend. Und ich habe ein Tatfeld. Du kannst auch gerne, ich kann es auch vorlesen, ich lese es mir selber vor. Summen. Ah, du bekommst ein paar Kopfhörer mit Musik auf die Ohren. Summe das gehörte Lied nach und lasse es deine Mitspieler erraten. Versuche innerhalb von einer Minute so viele Songs wie möglich zu summen. Pro erratenem Song darfst du ein Feld weiter. Jetzt kriege ich wieder, hier kriege ich den Kopfhörer, kriege ich wieder Begriffe von dir? Wieso? Du sollst das Lied nachsummen. Oder ist es nur ein einziges? Nee, wenn es mehrere Lieder sind, kriege ich mehrere. Stimmt, ich höre ja das Lied, wie dumm. Ich höre ja, wenn das Lied richtig ist. Okay. Woran merke ich, okay, eine Minute und ich muss ich natürlich... Mach das schon. Okay, du machst das dann schon. Und? Ich höre jetzt gar nichts mehr, aber okay, alles klar. Wenn ihr richtig habt, dann geht es dementsprechend weiter. Okay. Und? Bitte. How much is the fish? Gib dem was von dem Bäcker. Das ist echt scheiße, schlecht. Also, ey, der macht das echt kacke. Das ist hyper. Er weiß doch, er hat doch hyper. Gut. Hyper, gut. Cut my joke. Genau.
Hart. Smells like Teen Spirit, Nirvana. Nein. Doch. Doch, ja. So, ja, Mann. Krass, das ist Mann. Scheiße. Ja, okay, dann weiter, komm. Ah, das war's. Ja, aber es hat Spaß gemacht. Ja. Hast du uns gehört? Nee. Ich habe also nur teilweise, also ich konnte ablesen, bei Hyper hat irgendeiner gesagt, das konnte ich ablesen. Und dadurch, dass der nächste Song gestartet ist, war ich mir sicher, dass es richtig gesagt war. Okay. Ach so, okay. Ja. So, das letzte wäre Mensch gewesen, glaube ich, noch von Grönemeyer, wenn ich es richtig gehört habe. Na Mensch, ist Mensch, 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 Mensch. Drei waren richtig, höre ich hier. 1, 2, 3. Das heißt, wir haben noch ein Ratspiel. Das preise ich, wäre noch ein letztes Mal theoretisch dran. So. Wer hat die meisten Fans? Ja, ist, hallo. Ja, ist natürlich. Ganz klare Sache. Ja. Okay. Okay, und bitte. Yeah. Ja. Woran das, Ola? Ja, das ist, sorry, das, das ist, aber ist, auch im Laufe der Mobbing, Zeit, ne? das ist gegen Leute, die, ja. Okay, das war's. Ich hätte theoretisch auch eine Joker-Karte damit. Bin mit meinen 3 Spielrunden durch. Das heißt, Milka ist dran. Ach so, sorry. Mach noch mal, ich hab berührt. Ich glaube nicht, Don't touch it. 4. So, 4. Machst du? 1, 2, 3, 4. Und dann 3 zurück. 1, 2, 3 ist wieder eine Ratfrage. Oh. Wem passieren die meisten peinlichen Situationen? Okay. Und mir? Ich habe die ganze Zeit die Scheiße am Schuh, oder was? Okay, das ist mir sehr peinlich. Da muss ich jetzt erstmal in die Werbung gehen. Gleich geht's hier weiter im lustigen Spieleabend bei der Dinnerparty. Also dranbleiben. Willkommen zurück bei der Dinnerparty. Wer sich ziert, verliert. Das ist unser lustiges Gesellschaftsspiel, was wir hier spielen. Und Milka ist gerade dran gewesen, hat hier richtig die Runde gewonnen, darf ein Feld nach vorne rücken und hat ein Tatfeld und darf hier wieder was machen. Das Spiel heißt Lippenlesen. Suche dir einen Mitspieler aus. Dieser zieht nun einen Begriff. Du kriegst Kopfhörer mit Musik auf die Ohren, damit du nichts hörst. Dein Mitspieler spricht dir den Begriff nun vor und du musst an den Lippen ablesen, um welches Wort es sich handelt. Schaffe möglichst viele Begriffe innerhalb von einer Minute und du darfst pro erratenen Begriff ein Feld nach vorne. Das heißt, du kriegst Kopfhörer. Wer soll mit dir spielen? Ozan. Okay. Und wir machen das aus dem, aus welchem, hier, Lippenlesen. Hier sind die Begriffe. Hat jemand Labello? Das heißt, du nimmst einfach von oben ab, eine Minute. Okay. Okay, ich darf nicht zeigen, nur Lippen. Nur Lippen. Du kannst sie mich hören? Nein, sie kann ich nicht. Warte mal, warte mal. Ich kann noch was hören. Ich brauche Musik. Kriegst du Musik, kriegst du, warte. Jetzt. Bereit? Okay. Und die Zeit läuft. Analsex. Nein. Weiter. Ananas. Hey, hey, das ist was anderes. Impro. Hier, von da, da, da. Nehmen wir mit drauf. Ach, kann ich sagen? Ja. Staubsauger. 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 Sehr gut. Ah, das ist doch Titikasse. Was? Handtasche? Titikakasee oder was ist es? Titikakasee. Achso, Titikakasee. Titikakasee. Ja? Das ist leider lustig. Titikakasee. Ja, genau. Ja. Okay, es ist mal okay, nachgeholt. Okay, weiter. Sonnenuntergang. Sonnen. Nicht mitzeigen. Sonnen. Untergang. Noch 10 Sekunden. Sonnenuntergang. Das war's. Schlüpfer. Schlüpfer. Das war's. Schlüpfer. Das letzte Mal Schlüpfer. Siehst du? Schlüpfer. Hey, ja, aber das war schon. Also, bei Titikakasee war schon links. Titikakasee war schon sehr stark mitgeholfen.
See, was sehr lustig war, keine Frage. Oh, ja. Die Kakasee. Okay, den hätte ich auch. Okay, den, aber das die Salaten. Ja. Das waren. Also, den hätte ich auch sonst, aber das drei richtige Begriffe, aber immerhin. Wow. Sehr gut. Deutlich, ja, hier genau, gib mir das, was du. Was war das? Weg, ich weg, weg, eins, weg. Zwei, drei weiter und nochmal. Ja, und du bist noch ein letztes Mal bist du dran so. Mit einer Radfrage. Boah, das war anstrengend. Im Pro, ja, habe ich hier. So. Aber gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Respekt, sehr gut. Echt gut gemacht. Ich könnte das nicht. Nee, das ist auch irgendwie. Du kannst auch gerne vorlesen, wenn du möchtest. Wer guckt am ehesten kitschige Romanzen? Bitte schön. Ach so, ist ja logisch. Nee, Klischee. Ja. Okay. Okay. Auf geht's, bitte. Es schlug hart, oder was? Du. Ich? Du sei so, als würde ich mit du. Ja, ich denke, weißt du was, wenn deine. Du hast eine Frau, ne? Nein. Du hast keine Frau. Und du hast gerade gesagt, du hast gesagt, oh, ja. Oh, yes. Okay, von mir aus, selbst wenn er keine Frau hat, ist ja trotzdem ein Grund, kitschige Sachen sich anzugucken. Ich dachte, das wäre so, ich glaube, du hast einen weichen Kern. Genau. Das wäre so ein schöner Bruch. Sag jetzt einfach ja. So ein Schokomuffin, Schokoladenkern. Was war der letzte kitschige Film, den du gesehen hast? Einfach weich. Trauriger Film? Das meine ich. Trauriger Film? Kann auch ein Blaubeermuffin sein. Traurig, ich stehe gar nicht so oft traurig. Ich bin so mehr Action und. Ja, 80s. Ich wollte also nicht Milka nehmen, das ist Klischee. Ja, ich gucke auch wirklich nicht. Ja, siehst du? Ich gucke auch wirklich nicht. Ja, du? Also, ab und zu doch. Du ja. Ja. Du wärst der Einzige, wo es richtig gewesen wäre. Ich gucke gar nicht. Ich gucke so ab und zu. Guck ich das? Guckst du das brutal gerne? Ich irgendwie gar nicht. Ich meine, es gibt natürlich Szenen im Actionfilm, sage ich. Die sehr traurig sind. Ja, klar. Das ist. So, ja, aber okay. Du hast trotzdem. Ich habe trotzdem eine Überraschung. Du hast einen Punkt weiter. Und kriegen Joker. Damit kriegst du auch einen Joker. Oh. Jeder hat einen Joker. Theoretisch braucht man ein Spiel nicht spielen. Das heißt, Osan ist dran. Bitte schön. Uns ist ja nichts peinlich. Deswegen. Fünf. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Minus zwei. Zwei, eins, zwei. Wieder eine lustige Ratfrage. Wer hat den niedrigsten IQ? Oh, das ist gemein. Justice, das ist doch. Junge. Mag nichts Verkehrtes, sonst würde ich nichts. Zappen, zappen, du. Gut, das ist da will ich nicht gemein sein, ne? Doch. Okay. Ich muss gemein sein. Nein, kann ich nicht. Okay. Das ist böse, ist das. Das ist ganz böse. Aber das ist. Aber, nee. Es ist ja, weißt aber du, so ist das Spiel. IQ ist ja nur, was man denkt. Das heißt ja nicht, dass man emotional. Genau. Es gibt ja noch EQ. Absolut. KQ. Absolut. DQ. Aber es ist natürlich keine Ahnung von irgendwas. Also wenn ich jetzt echt vermehrt grün sehe, dann rast ich hier aus. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh. Wie jung. Das verteile ich dir noch aus. Ne? Also, was soll das denn? Guck, ich wollte nicht gemein sein. Du hast dich selber genommen? Ohne Scheiß. Ja, das war echt. Obwohl, ich hab einen hohen IQ. Ja. Ich habe 122. Ja? Mein IQ, der ist so hoch, die kannst du gar nicht matten, mein Junge. Ich glaube. Ja. Ja. Echt so. Ich hab mal irgendwas um Raumtemperatur, hieß es. Ja? Ist, glaube ich, gut. Ja, Olli, ist gut. Ja, ist gut. Das heißt so, aber, falsch. Ja. Das heißt, du bleibst da drauf stehen. Die Runde ist für dich. Aber ich habe meine scheiß Runde geopfert, nur weil ich nett sein wollte. Ich hätte auch dich genommen. Genau. Ja, das hättest du halt machen sollen. Es geht ja nur darum, was man denkt. Ob es jetzt so stimmt oder nicht. Das stimmt ja alles gar nicht. Aber weißt du, was das ist? Ich dachte, wenn wir schon die ganze Zeit Klischees bedienen, dann nehmen wir ihn. Ja, absolut. Immer auf dich warten, ne? Nee. Aber Klischee wäre bei mir auch zutreffend. Ja, das ist das. Nee, das ist schwer. Ich habe gedacht, dass du dich nicht nimmst. Ja, ich habe auch. Ich habe strategisch. Also eigentlich habe ich versucht, dir zu helfen. Ah, wir haben strategisch gedacht. Nein, ich wollte nicht gemein. Ich wollte. Hat nicht geholfen. Wir wollten alle. So, jetzt das war der Stimmungskiller. Ja, absolut. So, jetzt weitermachen. Mach ganz schnell weiter. Zwei. Eins, zwei und nochmal zwei weiter. Eins, zwei. Sehr gut. Passiert original gar nichts bei mir. Eine Spitzenrunde, die eine Menge Spaß gemacht hat. Yo! Fünf. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Zwei zurück. Und zwei. Zwei vor. Und nichts. Das ist auch hier. Nichts. Jetzt bin ich dran. Eins. Oh, schon wieder Rad. Pott. Nee, so. Rad. Oh Gott. Wer hat am meisten Erfolg beim Daten? Hier. Nicht dir erstmal? Wer hat am meisten Erfolg beim Daten? Das ist schwierig. Du willst lachen. Ich okay, alles klar. Das Spiel gefällt
Habe ich auch richtig, ja. Das ist nicht Poker, ne? Die Frage ist ja, was ist Erfolg? Das ist natürlich hinlänglich. Weißt du? Genau, lass uns erst mal aufdecken. Erfolg, lass uns erst mal aufdecken und dann sehen wir, wer Erfolg ist. So. Ja. So. Bam. Ganz klar. Ganz klar, du und die Statistik trügt auch nicht. Ist auch natürlich, natürlich. Trügt oder lügt? Ja. Nee, also ich habe eine ganz gute Quote, muss ich sagen. Hi, Mama, alles gut. Du hast zwar keine Sexualpartner, aber du kommst auf jeden Fall beim Daten gut an. Genau. Das freut mich. Bring sie immer nur alle nach Hause und dann geh. Jetzt gehst du ein weiter und das heißt zwei weitere weiter. Das heißt, wir stehen alle, knubbeln uns auf dem Gelben. Yo. Jetzt bist du dran. Du bist. Oh Mann, immer dasselbe. Hier, guck mal hier. Fünf, lass ich gelten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Joker, du hast schon einen, ist egal. Passiert nichts. Okay, cool. Du bist. Meine Wenigkeit. Das war eine schnelle Runde. Das war eine sehr schnelle Runde. Vier, ich glaube auch wieder Joker. Ich bin ja, rot bin ich, ne? Rot, eins, ja. Eins, zwei, drei, vier, ja, sehr gut. Passiert nichts. Passiert original gar nichts. Zwei, passiert gelb. Auch nichts. Zwei. Halt. Was ist das? Eins, zwei zurück. Und Rad. Rad. Wer erscheint am ehesten im Playboy? Also. Das ist aber schwierig. Ja, jetzt bin ich aber auch gespannt, wer wohl am ehesten drin erscheinen würde. Wow, also. Okay. Ja, die wen nehme ich denn da? Warte mal, ihr denkt zu kurz. Das ist mir egal. Es hieß Playboy. Richtig. Es hieß nicht Playgirl. Richtig. 1 + 1 ergibt 9. So also habe ich ganz klar, weiß ich ganz genau. Aufdecken. Okay, Pippi Langstrumpf. Ach, weil ihr. Hä? Natürlich du? Nein, natürlich nicht. Natürlich. Er war doch schon drin. Ja, natürlich war ich schon mal drin. Ich habe Fragen beantwortet. Ja. Eben. Wer erscheint am ehesten im Playboy? Meine Güte, Leute. Ja, aber es ging schon um. Es ging ja schon eher. Wir wollen schon ein bisschen was sehen. Ne? Genau. Also, gut. Es geht um nackte Tatsache. So sieht es nämlich aus. Ja. Was heißt denn? Ich bin dran. Ja. Okay. Leid. So. Okay, komm. Drei. Drei. Ich bin drin. Eins, zwei, drei. Rad. Okay. Milka. Oh. Wer ist der größte Fan von Oliver Pocher? Oh mein Gott, ganz klar. Ey, wenn ihr das jetzt alle richtig macht, dann ich feier das total. Wenn ihr das jetzt alle richtig macht. Okay. Okay, können wir? Okay. Ja! Wahnsinn! Er feiert es doch jeden Tag, Mann! Wahnsinn! Ja, okay. Ey, komm! Ja, ich starb weiter, ich hab einen Punkt für mich. Warte mal, ich bin grün. Was darf ich jetzt? Ein weiter. Aber du bist ziemlich weit vorne aktuell, würde ich mal sagen. Ja. Deinen zweiten. Ja, ich weiß, Pokal, das ist einfach unglaublich. Fünf. Wäre ich der Rote. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Passiert wieder nichts. Original gar nichts. Ich spiele hier gar nicht mehr mit. Nein. Vier. Blue. Eins, zwei, drei, vier. Passiert auch wieder nichts. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Nein. So, hier geht was ab. Du hast theoretisch einen Joker. Du darfst. Du könntest theoretisch, wenn du keinen Bock drauf hast, jederzeit jemanden bestimmen aus der Runde, der es macht. Okay. Pantomime. Mhm. Zieh eine Karte und stell den Begriff Pantomime dar. Du hast eine Minute Zeit, so viele Begriffe wie möglich darzustellen. Pro Ratenbegriff darfst du ein Feld nach vorne ziehen. Also alles sehr unkompliziert. Pantomime, ist das hier? Ich gucke gerade, liegt das hier mit drauf? Ist das ein Aktionsflächenspiel? Oder? Na ja, genau. Da bekommen wir wieder. Du bekommst auf der Aktionsfläche pantomimisch. Okay. Machst du uns Sachen vor, ganz normal, klassisch, eine Minute, die Zeit, jede Menge aufzuholen. Warte, achso, geht schon los? Okay, die Zeit läuft ab jetzt. Liebesspiel, Frauen. 90, 60, 90. Strippen, tanzen. Make-up-Dings, sich schick machen. Konzert. Weiter, komm. Angeln. Wutangeln. Fischfang. Ist das Segen? Ist das Hochseeangeln. Segen? Holzfällen. Kreissäge. Kreissäge. Ach so. Ja, ja. Weiter. Oh, no. Surfen. Wind. Surfen. Matrix. Matrix. War das echt Matrix? Ja. Arsch abwischen. Was? Toilettenpapier.
Und Zeit ist um. Ah, fuck. König der Löwen. Ich so, aber das war. Dann musst du einfach so machen. Aber das ja, war, genau, stimmt. Ja. Drei Begriffe sind das. Immerhin. Eins, zwei, drei. Hey, cool. Boah, das war ja ganz schön. Ja, das macht ja Spaß. Ist ja wie absolut. Heißt das? Tabu, ne? Spiel. Ich hab nur die. Ich hab nur. Ja, dann ist. Also, The Matrix war ja schon mal ich so. Boah, das checkt Matrix. Jetzt dieser. Matrix. Fantastisch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Alter, du bist ja gleich durch. Tat. Das ist krass, das ist so. Pappnasen. Du erhältst eine Tafel mit einem Promi drauf, der für dich nicht sichtbar ist. Halte dir das Foto vor das Gesicht und finde durch Ja- oder Nein-Fragen heraus, wer du bist. Deine Mitspieler dürfen nur fünfmal mit Nein antworten. Sonst ist das Spiel zu Ende. Schaffst du es, darfst du ein Feld nach vorne. Boah, ist das schön. Das heißt, du bekommst jetzt ein... Bitte nicht drauf gucken. Bitte nicht drauf gucken. Halt's dir vors Gesicht und derjenige bist du. Nicht drauf gucken. Und du musst jetzt... Wir dürften nur fünfmal Nein sagen. Warte, jeder fünf? Oder? Nein, natürlich nicht. Jetzt nur ja, nein? Ja, nein. Nur ja, nein? Ja, du da musst okay. Mit fragen. Bin ich ein deutscher Promi? Nein. Nein. Oh, ist doch schwierig. Ja. Hey! Nein, sagen müssen. Okay, nein, ich hätte nein sagen müssen. Versuch's doch erstmal geschlechtsspezifisch vielleicht einzuordnen. Ja, bin ich. Nur ja, nein fragen. Bin ich ein Mann? Ja. Ja. Komme ich aus den Staaten? Ja. Ja. Bin ich weiß? Ja. Ja, wer könnte es denn sein bei 7 Milliarden amerikanischen Promis? Bin ich ein Sänger? Ja. Ja. Besser wäre... Ich helfe dir ein bisschen auch. David Hasselhoff. Ja! Ja! Alter, wir sind darauf gekommen. Weil er auch gesagt hat. Ach so. Ja, aber da gibt es auch noch eine Menge. Ne? Ja. Trotzdem. Glückwunsch. So. Sehr gut. Hätte jetzt auch Dwayne The Rock Johnson sein können. Ja, und da gibt es auch ganz viele. Ich habe an seinem Gesichtszügen gemerkt, dass es etwas Lustiges ist. Ja, okay, sorry. Jetzt habe ich jetzt... Hey, okay. Die Mauer ist seinetwegen gefallen. So sieht es nämlich aus. Ein bisschen Respekt. Fünf, bitte. Du bist rot. Ich bin rot. 1, 2, 3, 4, 5. Leute, ernsthaft. Hey, ist das nicht normal, Oliver? Ich spiele kein einziges Mal. Hey. Warte, das gucken wir noch uns eins. An. Eins. Nein, nicht, komm. Wir haben ein Ratspiel. Wir spielen sofort das Spiel zu Ende und dann das große Finale. Wirst du der Gewinner dieses Spiels werden und diesen Preis mit nach Hause nehmen? Abwarten. Gleich geht's weiter. Willkommen zurück bei unserem Spieleabend bei der Dinnerparty. Das große Finale. Wer wird hier gewinnen? Und du bist gerade dran, bist schon kräftig am Schwitzen, denn du hast eine Ratauffrage. Wir müssen wieder mal einschätzen hier in der Runde, was auf dieser Karte steht. Bitte, Milka. Wir müssen einschätzen, wer ist am witzigsten. Ganz klare Sache. Müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Okay. Ganz klare Sache. Gut. 3, 2, 1. Milka ist die Beste. Milka, ja. I love you. Ja, nee, Olli, weißt du? Ja, ich finde dich nett, aber nicht witzig. Ganz klar. ganz alles klar. In Ordnung. Ich weiß gar nicht, warum ihr andere Karten. Ich meine, ich bin mehrfach prämierter Comedian. Ja, um auf zu kauen. Ich finde mich eigentlich schon echt ganz lustig. Nee, du bist ja auch saulustig, aber du bist am zweitlustigsten. Ja, ja, in der Runde. Ja, aber so, schön ist, du warst dran und du hast dich selber am lustigsten gefunden. Original, ja, ja. Aber ich finde, in der Runde ist es auch echt schwer. Also nee, danke schön, Milka. Du bist echt gut. Ja, bitte. Man merkt echt, dass du was auf dem Kasten hast. Milka, wir kommen noch auf maximal, glaube ich, eine Runde. Du bist dran. Es geht ins Finale. Und ich habe noch Rat. Ja, hol dir Rat. Wer war der frechste Schüler an der Schule? Ah, das ist doch ganz klar. Ah, doch, warte mal. Ja, aber warte mal, das ist schwierig jetzt, ne? Das ist schon ein bisschen schwierig. Weil, guck, er ist ein Assi, ich bin ein Assi. Ja, das stimmt allerdings. Aber warte, sie könnte auch. Ja, wer war der frechste in der Schule? Ja, okay, eure Entscheidung, bitte, jetzt. Und? Hast du jetzt gerade getan? Es lag auf dem Tisch. Ich schwör's, es lag auf dem Tisch. Es lag auf dem Tisch.
Ich war mir nicht ganz sicher, ich wollte mich schon wieder selber nehmen, aber ich glaube, ich habe... Ich glaube, du, ja. Ja, doch, ich gehe auch mit. Jetzt ist es zu spät. Zu spät. So. Nee, hä, wieso hast du einen Einsitz da vorne gemacht? Ah, nee, deiner, nicht mich hier. Oh ja, gut, Tat. Nee, wieso, aber du lagst doch falsch. Ah, nee, er war 2-2. Nee, ich hab doch hier, 2-2. Komm, ist doch egal, lass ich gelten, damit wir noch ein Aktionsspiel haben. Und das Spiel heißt Gurgeln. Zieh eine Karte und gurgel das Lied, welches auf der Karte genannt ist. Jedes Lied, das innerhalb von einer Minute erraten wird, bringt dich ein Feld weiter. Hier kommt dein Wasser. Hier sind deine Gurgellieder. So, und weil ich einen Joker habe und du schon lange nichts mehr gespielt hast. Bin ich. Oh, der war gut. Oh, gut eingesetzt. Dankeschön, das ist sehr nett. So. Das heißt allerdings, ich kriege auch die Punkte gegebenenfalls. Ja, komm. Gut. Aber das macht den Braten nicht fetter. Hier. Also, Moment. So. Ich bin raus. Das ist die bessere Zwischenzeit, Titanic. Okay, Titanic war richtig. Beethoven ist die 9. Was weiß ich? Keine Ahnung, was soll das sein? Ich höre mir an wie Michaela Schäfer irgendwie nach einem langen Abend auch. Star Wars. Okay. Ja, endlich. Schlaf, Kindlein, schlaf. So. Ja, die kenne ich gar nicht. Kenne ich auch nicht. Ah, warte. Tupac, Changes. Was heißt das? Ja, keine Ahnung. Ey. Was heißt das? Britney Spears, ups, eine Hülle. Ich bin wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hatte die Alf-Titelmelodie. Wie soll ich das? Ja, jetzt fang das mal an zu gurgeln. Rhythm is a dancer. Ja, nicht singen, gurgeln. Oh mein Gott. Wie hatte ich denn? Drei. Zwei höre ich gerade aus der Regie. Gut, dann zwei Felder nach vorne. Eins, zwei und drei zurück. Ah, lustig. Allem Sinn. Dankeschön. Dankeschön. Das wäre eine Radkarte, die es da gibt. Aber ich bin eigentlich gar nicht dran. Es ist auch Wurst. Es geht total durcheinander jetzt. Na, Milka war jetzt dran. Jetzt wäre ich dran. Ja, ja, mach du. Vier. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Nichts passiert. Ich bin dran. Drei. Eins, zwei, drei. Okay, ich bleib da stehen. Hab eine Radfrage aber. Bitte. Wer ist am arrogantesten? Oh. Wow. Am arrogantesten. Oh Gott. So, alles klar. Oh, habt ihr alle? Wo ist ja eigentlich mein Hut hin? Dein gelber Hut steht direkt vor dir. Schönes Ding. Warte. Ja, gut, ja, gut. Okay. Ja, keine Ahnung, ist schwierig. Ja, gut, komm, scheiße. Okay, bereit? Dann, wer ist am arrogantesten hier in der Runde? Milka. Da. Hat sich selber auch genommen? Ich habe Milka auch genommen. Ich habe mich nur genommen, weil ich nicht gemein sein wollte. Nein, du kannst nicht gemein sein. Ich weiß, was ich bin, so funktioniert diese Runde nicht. Ja, arrogant, warte ganz kurz. Ich war dran, darf einen nach vorne, nichts passiert. Weißt du, er kennt mich schon so ewig. Ja, deswegen. Er weiß ja, womit das zu tun hat. Absolut, drei. Drei. Eins, zwei, drei. Zurück auf Start. Oh. Nee. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Ich glaube, du wirst diese Runde nicht gewinnen. Da kommen wir von okay. Dann lassen wir noch Milka spielen. Dann sind wir im großen... Drei. Ach so, Milka. Eins, zwei, drei. Wer fährt die protzigste Karre? Boah. Ah, schwierig. Ja, okay. Habt ihr? Habe ich. Ja, gut, komm. Auf die Plätze, fertig. Wer fährt die proxigste Karre?
Ich fahr die protzigste Karre oder was? Du fährst auch einen scheiß Trecker, das ist doch viel protziger. Okay. Als ein BMW X3, das ist ja eine richtige Proletenschleuder. Alles klar, was habt ihr gedacht, was ich für eine Karre fahre? Na, bei mir ist, na, ich weiß nicht, ob meins protziger ist als deins. Was fährst du denn für ein Auto? Range Rover. Was fährst du? Ja, hab ich ja gesagt, ein X3, ich hab noch ein Escalade, könnte ich noch anbieten. Mit den Kindern. Na gut, ich bin raus. Range. Ja, aber das ist hier schon. Aber egal. Mach doch bitte den Sieg perfekt. Du bist sowieso schon ganz weit vorne. 3, 2, 3. Du hast einfach original gar nichts. Komm, dann habe ich noch einmal würfeln hier für die gute Laune. 4, 1, 2, 3, 4. Passiert auch nichts. Komm. Wie geil ist das, wenn wir jetzt für noch dich eine Runde schaffen? Eins. Vielleicht. Wenn du jetzt sehr, sehr gut bist, kannst du vielleicht noch was machen. Und wir spielen wieder Lippenlesen. Es gibt noch eine letzte Runde Lippenlesen. Möchtest du selber machen? Du hast gar keinen Joker. Du kannst gar nichts machen. Du musst es einfach machen. Lippenlesen. Wer soll dir die Begriffe vortragen? Ich. Hey. Ja, schon wieder? Ja. Gut. Dann sind hier die Begriffe. Du bekommst wieder einen Kopfhörer reingereicht. Dankeschön. Nee, nicht, ja, kannst du auch so machen. Ja, nicht jetzt durch, nee, nicht so, jetzt, ja, nicht die besten raussuchen. Okay. Sonst einfach von oben weg. Von oben weg. Okay? Warte mal. Die Zeit läuft, du musst doch nur Lippen lesen, du musst es doch nicht schrauschen. Bitte. Traum. Nicht laut. Ach so. Traum. War jetzt schwierig. Hä? Lolli. Lolli. Pop. Lollipop. Schinkenwurst. Stinkefuß. Ja, Stinkefuß ist falsch. Fuß, Stinke. Schinkenwurst. Stinkfisch. Komm weiter. Kakerlake. Das Einzige, was man beachten muss, dass er bei dem N flach das ganz zwischen die Zange. Flach. Zange. Zange? Ja! Yay! Ja. Yeah. Lokomotive. Lokomotive. Ja. Uhu. Zug. Uhu. Zug. Uhu. Uhu. Ja. Und vorbei. Das waren für mich 14 Begriffe gefühlt, die du richtig hast. Damit holst du nochmal unfassbar auf. Ja. Aber am Ende des Tages hat es nicht mehr gereicht. Uhu. Um dich einzuholen. Und deswegen muss ich sagen, an dieser Stelle hast du schon wieder einmal diesen Preis dir mehr als verdient. Du bist der Gewinner des Spielerabends. Und deswegen geht der silberne Hund an dich, die silberne Dinnerparty-Bulldogge. Dein Applaus. Oh. Möchtest du noch was Feierliches schnell loswerden? Irgendjemand grüßen? Nee, also ich... Mama. Ich habe das letztens schon gesagt. Ich höre an dieser Stelle auf, weil man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ja, das war's von mir. Vielen lieben Dank. Dankeschön, das war dein letzter Fernsehauftritt. Nächste Woche sehen wir uns bei der Dinnerparty wieder. Mal sehen, was dann passiert und ob jemand den silbernen Hund wiederholt. Also, Dankeschön, schönen Abend, vielen Dank fürs Mitmachen, alles Gute. Tschüss. Aber das ist so bei uns Friesen, ne? Wir können gönnen. Ja, absolut. Das ist so, ich habe da kein Problem mit. Er war ja auch... Ne?